Ciao zusammen! Wir sind Maturanten vom MNG Remibühl. Auf der Straße haben wir Zürcher und Zürcherinnen über ihren Medienkonsum befragt. Und jetzt viel Spass mit der ersten Folge von Zürich befragt Zürich. Haben Sie das Gefühl, dass Sie gut informiert sind, allgemein über das Weltgeschehen, Politik in der Schweiz? Also eine Menge schon. Die Qualität von der Information ist manchmal fraglich. Ja, also ich glaube, wenn man sich informieren will über das Thema, dann finden wir im Internet und in den Zeitungen eigentlich alle Informationen, die man braucht. Also eigentlich sehr gut, wegen eben 20 Minuten hast du ja die App auch, wo du überall kannst lesen. Also ja, wirklich eigentlich überall kannst du lesen. Du tust auch 20 Minuten benutzen? Ja, 20 Minuten Blick auch, ja. Wobei ich dann nicht immer alles glauben kann, aber ja. Was für Medien, Zeitungen, was benutzen Sie da, um sich zu informieren? Also Zeitungen eigentlich gar keine mehr. Hauptsächlich mein Handy oder mein iPhone, wo ich Zeiten abklappere, so ein bisschen Tageszeitungen und dann Abos dazu. Ja, das meiste schon übers Internet. Also was denn für Seiten? SRF.ch, vorwiegend. Okay. Oder Tagesanzeigen. Ja. Tun Sie überhaupt noch Zeitungen lesen oder wirklich vor allem übers Internet? Zeitungen 120 Minuten. Ja. Meistens über Internet mit Blick.ch, 20 Minuten, Tagesanzeiger, über Internet meistens. Haben Sie auch über soziale Medien, zum Beispiel Instagram oder Facebook, beziehen Sie da auch News? Eher nicht. Okay. Und so über Social Media kommt ja meistens falscher rüber. So eigene Meinung kommen über Social Media eben rüber. Und das finde ich so bei neutralen Sachen muss man halt immer nachschauen. Facebook ist noch etwas, was ich benutze. Dann halt so ein bisschen mehr Berufsnetzwerke wie Xing oder LinkedIn. Ja. Instagram. Facebook schon ein bisschen, aber da finde ich, Facebook finde ich die Informationen sehr, also, sehr begrenzt. Und Twitter? Twitter hoch ich nicht. Denken Sie da ab und zu, dass Sie nur vielleicht eine Seite von einer Diskussion mitbekommen, wenn Sie immer auf die gleiche Seite sind? Oder denken Sie, dass das eigentlich sehr neutrale Seiten sind? Wie meinen Sie jetzt das mit der Diskussion? Also, möglicherweise gibt es andere Meinungen dazu, wenn man irgendeinen Bericht anschaut. Ja, also ich habe das Gefühl, es sei sehr neutral. Ich glaube, die Frage ist einfach immer, von welcher Perspektive man Sachen anschaut. Also, vor allem in der Politik ist das Thema und sehr darauf an, halt, welche Zeitungen man lesen kann. Ich glaube, das ist spannend Unterschied. Haben Sie das Gefühl, dass man dem vertrauen kann? Dem NZZ zum Beispiel oder SRF? In Bezug auf was? Einfach generell, dass sie, ja genau, dass sie keine Fake News verbreitet, dass ihre Aussagen auf Fakten basiert sind. Ja, auf eine Art schon. Also ich glaube einfach, dass sie den einen Standpunkt vertreten. Ein anderer Standpunkt würde wahrscheinlich andere Sachen betonen. Absolute Wahrheit gibt es ja nicht, aber ich habe schon das Gefühl, dass die etablierten Medien auch dementsprechend dass die qualitativen Inhalte bringen. Oft kommt auch immer die Frage, so Fake News. Sagt Ihnen das etwas? Ja, sicher. Ja. Eben, das ist eben die Wahrheit, die nicht stimmt. Oder alles, was im Internet ist oder in die Zeitung lesen tust, wo irgendetwas rauskommt, wo keine Hand und keine Füße hat. Meinen Sie, in der Schweiz haben wir ein grosses Problem mit dem? In der Schweiz weniger. Aber wenn ich jetzt mein Land anschaue, Italien, dort ist es ein riesiges Problem. Ja. Ja, ich glaube, es ist halt schwierig, was man unter Fake News irgendwie bezeichnen würde. Mhm. Also ich finde, es ist ein bisschen einseitig berichtet über bestimmte Themen. Ob das jetzt nachher Fake News ist, ist nachher schwierig zu sagen, aber dass absichtlich falsche Sachen gesagt werden, das kommt wahrscheinlich schon vor, aber nicht. Ich glaube, jetzt hat es das systematisch gemacht. Okay. Jetzt bei 20 Minuten, das ist ja auch so ähnlich wie Blick am Abend. Denken Sie, dass die Informationen, die dort erzählt werden, immer richtig sind? Und schauen Sie dann auch manchmal nach, ob das jetzt, der Artikel, den Sie jetzt gerade gelesen haben, ob die Informationen auch wirklich stimmen? Wie sehen Sie das so bei 20 Minuten? Also ich glaube, man sollte alles immer hinterfragen. Mhm. Also ich finde es wichtig, weil eben, man sagt ja auch, dass 20 Minuten nicht wirklich vielleicht das Wahre sagt. So. Ja, das glaube ich auch. Aber ich
bin ehrlich und ich bin noch nie angegeben, ob es wirklich stimmt oder nicht. Voll. Ich bin gleicher Meinung wie Sie. Ich weiss, dass gewisse Nachrichten nicht stimmen. Aber ich gehe eigentlich nicht nachschauen. Was ist für Sie das vertrauenswürdigste Meme, das wir jetzt zum Beispiel hier in der Schweiz haben? Das finde ich jetzt schwierig, ehrlich gesagt. Also, die Tagesanzeige gibt sicher gute Informationen und ist sicher gut, aber es ist teilweise halt auch sehr, sehr einseitig geschrieben. Und darum finde ich es schwierig, halt einfach mit einer Zeitschrift halt einfach eine guten Überblick über die verschiedenen Seiten zu bekommen. Also, dann ist es halt wichtig, dass ich halt auch weiterhin von anderen Plattformen habe. Die jüngere Generation, die mich gefragt hat, benutzt eigentlich auch über Social Media, um sich zu informieren. Ja. Und sehen Sie da irgendwie ein Problem? Also, ich meine, bei Social Media, das besitzen ja große Firmen wie Facebook und Google. Die haben die Algorithmen und man weiß ja nicht so genau, wie die Algorithmen funktionieren. Wie sehen Sie das in der Zukunft, wenn man nur noch sich über die Social Media Network sich informieren tut? Ich finde es eine gefährliche Sache und ich habe das Gefühl, das muss irgendwann reguliert werden. Mhm, gut. Ja. Das wär's gewesen. Vielen Dank. Ja, danke.